Herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Stadtwerke Düsseldorf Fanblock. Hautnah mit Jerome Kiesewetter. Hautnah heute ganz besondere Bedeutung, denn Jerome, er hier oben, wird gleich noch auf Wrestler der WWE treffen, die momentan in Düsseldorf zu Besuch sind. Und man sieht, er übt gerade schon, aber vielleicht lässt er mich jetzt ja langsam aus dem Schwitzkasten raus. Jay, ja, vielen Dank. Jerome, gleich gibt es Elfmeterschießen mit Wrestlern der WWE. Du hast ja amerikanische Wurzeln. Wie ist denn dein Verhältnis zum Wrestling? In Amerika ist es ja eine Riesensportart. Ja, also mein Verhältnis zum Wrestling ist, als kleines Kind haben wir angefangen zu gucken, das ein oder andere Wohnzimmer von meinen Eltern auseinandergenommen, und früher war ich ein sehr, sehr großer Fan. Heutzutage immer noch, aber das hat ein wenig abgenommen, aber nach wie vor interessiere ich mich trotzdem dafür. Wer war denn dein Star damals? Oh, da gab es so einige. Da gab es Dwayne Johnson, da gab es Undertaker, da gab es die ganzen alten Klassiker, Goldberg, und man war einfach voll drin. Dwayne The Rock Johnson ist ja mittlerweile Sexiest Man Alive geworden. Hätte man ihm jetzt auch nicht zugetraut damals als Wrestler. Ist ja jetzt nicht so unbedingt das perfekte Schönheitsideal, was man denkt. Wenn man vorher denkt, Brad Pitt, kann man nicht unbedingt vergleichen, die beiden. Ja, je nachdem, auf was man steht. Also ich habe das Potenzial schon gesehen. Und jetzt ist es 10 Jahre später so geworden. Was würdest du sagen? Wrestler sind ja nochmal eine ganz andere Art von Sportlern als Fußballer. Wie schätzt du deren Trainingspensum ein im Gegensatz zu dem von euch? Ist schon eine Nummer härter, würde man sagen. Ja, was heißt Nummer härter? Also ich denke mal anders spezifisch, also kraftspezifischer. Aber sonst, ob es jetzt härter oder nicht härter ist, das kann ich als Fernstehender nicht so beurteilen. Würde mir das mal gerne angucken, aber ich glaube trotzdem, die trainieren hart, wir trainieren hart, und die würden wahrscheinlich bei uns es schwer haben und wir bei denen. Wenn man jetzt sich einen ehemaligen deutschen Torwart anguckt, Tim Wiese, der hat auch eine enorme Entwicklung gemacht. Wie hast du das so beobachtet, auch mit Humor und Amüsement? Ja, ich habe das wahrscheinlich so wie jeder erstmal mit einem lächelnden Auge gesehen von draußen. Und jetzt sieht man aber ein bisschen, dass er da anscheinend Fuß fest, und bin mal gespannt, was in Zukunft die WWE für ihn bringt. Wie weit, wann hast du denn deine letzte Wrestling-Sendung gesehen? Was weißt du, wer im Moment Champion ist? Ach, wo waren wir denn? In Oberhausen war ich das letzte Mal da, und da waren wir auch mit ein paar Leuten aus der Mannschaft, und ich bin eigentlich noch ein bisschen aktuell. Ja, aber das letzte Mal, ja, das war das letzte Mal, genau. Wer ist denn der größte Wrestling-Fan in der Mannschaft? Boah, wen würde ich denn da sagen? Vielleicht Rensing, weil der da auch ein bisschen näher dran ist. Ja, sonst aber jetzt die anderen nicht viel gefragt. Auch die meisten mehr die Leute von vor 10 Jahren, die halt, wenn man kleiner war, ein bisschen geguckt hat. Aber so aktuell, wirklich einen Wrestling-Fan habe ich da aus der Mannschaft noch nicht ausgemacht. Warum ist Michael Rensing ein bisschen näher dran? Na, der kennt irgendwie die Leute vom Wrestling und, was weiß ich, auf jeden Fall ist der da ein bisschen aktiver. Ja, vielleicht ist er ja dann der nächste Tim Wiese. Genau, genau. Warten wir es mal ab. In Amerika sind natürlich noch andere Sportarten groß. Die NFL gibt es, die NHL, die NBA, dann gibt es auch noch die Major League Baseball. Was ist so da die Sportart, die du am liebsten verfolgst? Na, ganz klar NFL. Das ist so meine Lieblingssportart in den USA, die ich am meisten gucke. Ist jetzt zurzeit leider vorbei, muss man 6 Monate, 7 Monate warten, aber naja, gibt es auch andere Sportarten noch, die man dann gucken kann. Klar, dann machen wir mal gerade einen Cut und gucken mal, was die Jungs beim Kickern gemacht haben. Es hat nämlich Marius Ross, mein Kollege, Thailand Duman herausgefordert, und da schauen wir jetzt mal, wie Marius Ross abgeschnitten hat, beziehungsweise wie viele Thailand Duman er kickern konnte. Schauen Sie es an. Ich kann ja gar nicht so schnell gucken, wie das geht hier. Direkt durchfasst, ja? Dann mach mal von der Ecke aus. Ja. Und jetzt. Oh, direkt die Vorlage.
Scheißspiel bin ich auf jeden Fall noch aus. Wir sind aber auch ultra sicher von da vorne. Ey. Taylan Duman mit 3 Toren gegen Marius Ross, ich glaube, eindeutig gewonnen. Und deswegen darf sich auch Hans-Peter Drell vom DSV 04 Lierenfeld über ein paar Bälle von den Stadtwerken freuen. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Jerome, Fußball wird natürlich in Amerika auch gespielt, die Major League Soccer. Wie würdest du die leistungstechnisch einsortieren auf der Welt? Ja, die sind natürlich noch um einiges weit hinter den europäischen Ligen, aber man merkt jetzt, sage ich mal, in den Zuschauerzahlen, dass das Interesse jetzt weiter wächst. Und habe jetzt vor kurzem gelesen, sind die viertbestbesuchte Liga, Fußballliga auf der Welt. Und ja, also es wächst und wächst, aber ich würde es noch mit der deutschen Liga noch bei weitem nicht vergleichen. Es gibt unheimlich viele Stars aus Europa, die, sage ich jetzt mal, ihren Fußballabend nochmal in der Major League Soccer spielen. Andrea Pirlo war da, David Beckham war da, David Villa ist im Moment da. Was würdest du sagen, was macht den Reiz für diese Stars aus, dann nochmal nach Amerika gehen? Ist es die Kultur, das Land, die Leute, das Finanzielle? Ja, ich würde von allem ein bisschen sagen. Also die Kultur, das Land ist natürlich, du hast Orte wie Los Angeles, wo natürlich die Leute auch Fußball interessiert sind, verrückt. Und ja, also von allem ein bisschen. Das Geld natürlich spielt auch eine Rolle. Und also ich denke mal, Andrea Pirlo oder Frank Lampard hatten da keine schlechten Zeiten. Würdest du auch gerne nochmal in der Major League Soccer spielen? Irgendwann zum Karriereende einfach, um nochmal in der Heimat zu kicken? Ja, vielleicht mal ein bisschen da bei mir in der Nähe, bei meiner Familie in der Nähe. Aber jetzt, das ist nicht das primäre Ziel von mir. Welcher Verein ist dann dein Verein in der Major League Soccer? Für wen würdest du am liebsten auflaufen? Boah, habe ich mir noch nicht ausgeguckt. Aber ich mag die Stadt Los Angeles sehr gerne. Da ist 12 Monate lang immer gutes Wetter. Und da ich so ein schöner Wettertyp bin, würde ich mir, glaube ich, Los Angeles aussuchen. Jetzt haben wir gerade nicht die schönsten Temperaturen bzw. das schönste Wetter hier in Düsseldorf, wenn du so ein schöner Wettertyp bist. Hast du trotzdem Spaß, wenn du dann hier auf dem Rasen stehst? Jetzt zum Beispiel, hat es sehr viel geregnet in der Woche beim Training oder ist das dann schon eher so, dass man... Nein, der Regen ist nicht das Problem, aber sobald Minus und Schnee und man kann nicht ins Auto steigen und alles ist zugefroren, dann wird es natürlich eklig, aber man ist ja mittlerweile, ich lebe ja schon mein ganzes Leben lang in Deutschland, man gewöhnt sich einfach daran. Und ich meine ja nur, dass im Falle, man könnte es sich aussuchen. Und ja... Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht beklagen. Was gefällt dir denn an Los Angeles noch, jetzt mal abgesehen vom Wetter? Ach, ich finde, die Stadt hat einen sehr schönen Flair und die Leute sind sehr offen und freundlich und viele Kulturen treffen aufeinander. Finde ich eine sehr schöne Stadt und ich mag auch allgemein das alles drumherum. Viele Sportvereine und da gibt es einfach immer was zu tun. Jetzt haben wir eben schon mal über das Geld in der Major League Soccer gespielt. Jetzt gerade aktuell ist China auch ein ganz großes Thema. Da gibt es unheimlich viele Spieler, die auch dahin gehen für sehr viel Geld. Anthony Modest wurden jetzt 40 Millionen Euro geboten dafür, dass er halt von Köln nach China wechselt. Ja, wie beurteilt man das als Fußballer, wenn da so utopische Summen geboten werden von einer Fußballliga, die jetzt momentan nicht besonders attraktiv sein dürfte? Ja, wie beurteilt man das? Also, so hat sich das einfach der Hype jetzt, sage ich mal, entwickelt. Und gibt natürlich Leute, die da mitziehen und Leute, die sagen, nee, das ist überhaupt nichts für mich und die Kultur, das Land, das interessiert mich nicht. Und man sollte einfach meiner Meinung nach das machen, wo man glaubt, dass man glücklich werden kann. Und wenn jemand glaubt, er könnte in China glücklich werden, dann bitte, dann soll er das machen. Aber es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen, nee, lieber bin ich bei meiner Familie, wo das Geld dann, sage ich mal, zweitrangig ist. Wir hoffen auf jeden Fall, dass du hier noch ein bisschen bleibst, bevor du nach China gehst. Auf jeden Fall. Nein. Jerome Kiesewetter, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch, beziehungsweise für das Treffen hier, dass du mich überleben hast lassen im Schwitzkasten. Und viel Erfolg erstmal für den Rest der Saison, für dich und die Mannschaft. Das darfst du dann auch gerne ausrichten. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war der Stadtwerke Düsseldorf Fanblock hautnah mit Jerome Kiesewetter, der jetzt gleich noch ein bisschen Elfmeter schießen wird mit ein paar Wrestlern und damit Sicherheit als Bestes abschneiden würde. Darauf würde ich auf jeden Fall tippen.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.